herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So, und ich muss erstmal den guten Bürgermeister anrufen. Hallo? Hallo, Herr Neumann. Herr Reinhardt, sorry. Ja, genau. Gerade mal verpeilt. Ja. So, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Bei Parzelle, über Parzelle 82 in dem Waldstückchen. 82, lassen Sie mich kurz anhalten. Über der Parzelle 82. So, also jetzt muss ich die erstmal finden. Unten bei mir beim... Ah, da, ja, da. Also da sind ein paar Bäume drin, aber die kippen wahrscheinlich bald um, weil die stehen ziemlich nah am Hang. Wahrscheinlich noch vom Sturm, oder? Ja, da ist die Wurzelwehr guckt schon zum Teil raus, also die müssen auf jeden Fall weg. Und vor allem, also wenn die runterkrochen, dann beschädigen sie auch noch ein paar andere Bäume mit. Ja. Ja, also da müssen wir nachhelfen. Und ein paar Bäume müssen so noch raus. Krankheitsbedingt? Zum Teil krankheitsbedingt und zum anderen die kleinen Bäume. Also, da ist null Sonnenlicht oben drüber, ja. Das steht viel zu dicht. Da kriegt man sonst Probleme mit dem Nachwachsen lassen. Okay. Das Problem ist halt auch, durch den Umweltschutz müssen wir alle zwei Bäume irgendwo in Schwarzsegen ersetzen. Also wenn sie jetzt 50 Bäume ernten, müssen wir 25 Bäume irgendwo in Schwarzsegen wieder hinstellen. Umweltschutzbedingt. Aha. Finde ich aber unvorteilhaft, weil dann ist das eigentlich gegenteilig, was wir hier arbeiten. Performance-technisch. Ja, das ist, wenn sie in dem Wald ausdünnen, können sie das meinetwegen unten zum Beispiel bei Hafen Süd auch wieder reinmachen da. Okay. Also wo ist egal, es muss einfach nur innerhalb von Schwarzsegen sein. Okay, ja, das gucken wir dann mal. Ja, aber das ist auch nicht schlimm, wenn das nicht sofort passiert. Ja, okay. Gut, also ich hätte einen Vorschlag und zwar, der Harry hat ja ein Fuhrunternehmen. Der könnte ja. Harry, ja. Harry Hofer. Und LU macht das auch, aber kommt auch an was? Ja, der Harry Hofer hat sich angeboten, der hat auch schon so einen Anhänger. Ach, Holz. Genau, Holz. Ach so, übrigens. Ach nee, ich betrifft sie nicht. Betrifft sie nicht. Der würde mir hierbei helfen. Der sammelt ja gerade selbst schon Erfahrungen, beziehungsweise hat ja in seinem Waldstück auch schon Kenntnisse gesammelt. Ja. Und dann wäre mein Vorschlag, dass wir durch die Widmenmacher da hinten an den Hängen ist es halt schon ein kleines Risiko hier. Ja, machen Sie es, besser ist das. Ja. Das ist wir würden Ihnen dann 30% vom Gesamtertrag in Rechnung stellen. Also 30% ihres Gewinnes? Nein, 30% der Bäume, die zum Sägewerk transportiert werden. Also des Erlöses vom Sägewerk. Verstehe. Gut. Da müssen Sie mir nur sagen, welche Summe das ist, weil ich arbeite im Moment beim LU. Ja, genau. Wir transportieren die zum Sägewerk und rechnen es dann mit Ihnen ab. Wir notieren, wie viel wir da kriegen, weil die zahlen immer bar aus. Und dann wird man es am Ende an Sie überweisen. Passt. Ja, ich würde sogar sagen, wir überweisen Ihnen die Gesamtsumme und Sie erstatten uns dann die 30%. Genau. Also erstatten mir die 30% und ich teile dann mit dem Harry. Mir ist das egal, wie Sie es unter sich aufteilen. Hauptsache, ich... Genau. Baue keine Schulden oder sonst was auf. Nein, das passt schon. Okay, gut. Ciao. Tschüss. Schönen Tag noch. Ebenso. Tschüss. Alter, jetzt habe ich dem nochmal 10% mehr rausgeholt, wie ich eigentlich wollte. Es ist nur die Frage, ob ich das Mari mitteile oder nicht. Achso, warte mal, ich wollte... Gerade mal.
Guck ich gerade mal, weil es gibt da, glaube ich, irgendwas. Das wäre übelst praktisch. Das ist so eine Säge für einen Traktor vorne dran. Dann müsste ich nämlich nicht immer mit der Kettensäge hantieren. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Also warte mal. Der Reinhard muss auch nochmal anrufen. Immer wenn ich hierher komme, ist keiner da. Das gibt's gar nicht. Ah, da ruft er ja endlich an. Hallo? Hallo? Hallo, Hans-Peter. Warte mal, ich kuppel mal gerade dem Neumann die Schaufel an. Ja, was ist denn los? Was drückt denn? Hast du irgendwas an Säge noch im Angebot für Bäume? Säge? Naja, ja. Bitte Säge. So. Ja, genau, hier. Super, gut. Kannst losfahren. So eine Säge für einen Traktor oder sowas. Für einen Traktor? Ja, ich dachte, da gibt's irgendwas. Ja, da gibt's eine. Oh, ich glaube auch, bei deinem Zettel ist bald die Batterie leer. Da brennt nämlich das Licht. Okay. Ich guck mal grad. Mach mal grad aus, ja. Ja, es ist nichts. Der Bürgermeister regt mich auf, deswegen. Es kommt durcheinander. Also ich hab da eins. Ja, was ist denn das? Das ist die von DFM, die TR-3200. Das ist eine Baumsäge. Mit dem Traktor. Okay, und die hat eine Hydraulik oder wie funktioniert das? Selber. Die hat eine Hydraulik. Oder ich weiß nicht. Oder sie hat eine Zapfwelle, das kann ich Ihnen jetzt nicht so sagen. Okay. Ich muss nochmal gucken. Aber wäre ja beides möglich. Was kosteten die denn? 5.400. Okay, dann würde ich davon gerne eine bestellen. Also 5.400 netto, oder? Ohne Steuern, ja. Genau, und brutto? Was? Was kostet die brutto mit Steuer und ihrem Gewinn? Das muss ich erst ausrechnen. Ja, machen Sie mal. Verdienen Sie mal Ihr Geld. Ich bin hier dabei. Ach, ich muss einfach sagen, habe ich Scheiße. Ja. Moment. Hey, schaffen Sie was? Trinken Sie weniger. Ich bin Säufer. So würde ich auch gerne mal mein Geld verdienen. Ich hatte doch gelesen, dass die Steuer niedriger gemacht wurde, oder? Oder hatte ich das?
Rechnen Sie ganz normal mit den 20%. Okay. 10% Sie für 10% für die Stadt. Wir haben ja den Bürgermeister ein bisschen in der Hand durch das, dass es sie probiert hat zu erpressen. Oder sie erpresst hat. Stimmt. Jetzt kommen Sie mal zum Potte hier. Eintausend brutto. Noch oben drauf. Jo, also 6.400. Okay. Also ich. Gut, dann bestellen Sie das Ding. Jo. Sind Sie am Händler? Ja, ich bin da. Kommt das Express oder wie? Ja, Express immer. Okay. Dann gucke ich mal. Überweisen Sie mir dann die 1.000? Hier mache ich. Oh, das ist aber ein kleines Ding hier. Ja. Eieiei. Aber es ist immerhin besser als einfach mit der Kettensäge immer zu machen. Jo, Dankeschön. Da haben Sie recht. Gut, bitte, also vielen Dank. Und? Und? Wann? Wollen wir mal so eine Sitzung einführen? Parteisitzung meinen Sie? Ja, genau. Oh, erstens wegen den Öko-Dings. Und zweitens wegen der Misstrauensvotums. Ja, das Misstrauensvotum sollte man vielleicht einfach mal vorbereiten. Mhm. Aber so unter der Hand, ja. Also mit den Leuten sprechen, wo wir uns Vertrauen haben. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Neumann. Ich weiß nicht, der hängt da so im Landhandel mit drin, da müsste man vorsichtig sein, an den würde ich mich mal rantasten. Mhm. Aber wenn Sie wollen, können Sie ja schon mal mit dem Harry sprechen oder so. Nee, mit dem Harry lieber auch nicht. Ich quatsch mal mit dem Knoll und dem Grasex. Ja, das machen Sie. Okay. Da bin ich mir sicher, dass Sie das auch nicht ganz koscher finden. Ja, okay, dann würde also, ich mal... Bei dem Jürgen bin ich mir nicht ganz 100% sicher, aber beim Knoll schon. Ah, ich denke, den Jürgen kriegen wir auch dazu. Bestimmt. Okay, gut, dann quatschen wir mal. Gut. Gut, bis die Tage. Tschüss. Tschüss. So, dann gucken wir mal. Können wir da irgendwas rausfinden? Hallo, Herr Neumann. Hallo. Ich wollte gerade mal fragen, wie die Geschäfte beim Landhandel so laufen. Ja, zurzeit. Geht's voran? Geht's voran, ja. Das ist schön zu hören. Ich habe da so eine kleine Frage an Sie. Ja? Ich habe schon so einiges gehört, dass der Bürgermeister Ihnen Ihr Geschäft kaputt machen möchte. Ja, so gerade was die Steuern anbelangt und so, da. Haben Sie ja auch dann ordentlich zu kämpfen. Ja, vor allen Dingen mit den Geräten, ja. Ja. Finden Sie das gut? Nicht so, ne. Okay. Weil, weiß nicht. Der ist irgendwo, seit er aus dem Urlaub zurück ist, ist er ganz komisch geworden, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Weiß nicht, ob das schon nah am Burnout ist oder was da bei ihm los ist. Keine Ahnung, er ist ja auch zurzeit Mitarbeiter. Vielleicht tut ihn mal gut, ein bisschen zu arbeiten bei mir. Ja, dem müssen Sie mal erklären, was so die Preise sind, woran es denn hängt. Dass er vielleicht ein Preisverständnis kriegt.
Verstehen Sie, was ich meine? Jo. Und dann müssen wir mal gucken, ob er immer noch auf seiner Meinung beharrt. Und wenn er das weiter tut, dann keine Ahnung. Ja, er hat auch zu mir gesagt, dass die Stadt pleite ist. Ja, aber das, dann macht er seinen Job falsch. Das ist so, ja. Dann ist er vielleicht doch nicht der Richtige dafür. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ja, müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, das... Weil ich meine, wir haben ihn ja alle gewählt. Und wenn er dann hier die Gemeinde zugrunde richtet, dann weiß nicht. Ist er vielleicht einfach der Falsche für den Job. Oh nee, jetzt habe ich hier einen Widmenmacher. Ich muss mal auflegen, gell? Ja. Muss mich um den Baum kümmern, der hängt ganz oben in der Krone. Bis dann erstmal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ach nee, ey. Sowas hat mir gerade noch gefehlt. Ah ja, jetzt. Okay. Ja, aber das ist ja gut. Der Neumann, der ist schon so ein bisschen auch auf unserer Seite. Dann wird das vielleicht was. Ich hoffe mal nur, dass er uns jetzt nicht verpfeift. Ja, die Säge ist nicht für alles optimal. Okay. Achso, der hier oben war das. Ich glaube, den muss ich per Hand fällen. Ah, ja. Gut, aber die neue Säge hat sich jetzt schon mal bewährt. Und dann schauen wir mal. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall mit dem Harry nochmal sprechen, dass der vielleicht hier schon anrückt und ein paar Bäume abfährt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.